Da will ich also anfangen, ein Video zu drehen über Notfallvorsorge. Und in dem Moment fängt es hier in der norddeutschen Tiefebene an, Kuhscheiße zu schneien. Zufall? Also das Wetter bestimme ich jetzt noch nicht in meiner kleinen Welt. Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um Notfallvorsorge und euer großer Wunsch und Wille war ein Video zum Thema Notfallvorsorge mit kleinem Budget. Da gibt es ein klitzekleines Problem. Dieses Thema ist so umfangreich, dass ich daraus ein 5-Minuten-Video gar nicht gemacht kriege. Also machen wir da eine kleine Serie draus. Habt ihr da Bock drauf? Intro, Erklärbär. Los geht's. Showtime, folks. Was also meine ich jetzt mit Notfallvorsorge für einen schmalen Geldbeutel? Wo fange ich an? Jetzt kann ich einen 20-Euro-Schein hochhalten und so lassiv dran rumzupfen und sagen, so, und jetzt gehen wir einkaufen. Genau das alles machen wir nicht. Wozu ich euch einladen möchte, ist, dass ihr euch einen spitzen Kugelschreiber nehmt, ein Stück Papier nehmt und euch mal einen Kopf drüber macht, was denn wirklich passieren kann. Unfälle im Haus stehen ganz oben auf der Liste. Also wäre Erste Hilfe in irgendeiner Art und Weise eine der kriegsentscheidenden Dinge. Ja, auch das gehört zur Notfallvorsorge. Klingt komisch, ist aber so. Und dann das, was im Moment in aller Munde ist, und das wisst ihr auch alle, das ist das Problem Stromausfall. Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr euch mal aufschreibt, was in eurem täglichen Leben von Strom abhängig ist. Und das wird eine ganze Menge sein, gehe ich relativ fest von aus. Und so, wenn wir das soweit haben, dann können wir uns Gedanken drüber machen, Einkauf und so weiter und so fort. Und ich möchte an dieser Stelle euch schon mal dringend davor warnen, dass ihr auf einem Schlag irgendwie alles gleichzeitig kaufen wollt. Das bringt nichts. Das geht in die Hose. Und das geht richtig mit Schwung und im Strahl in die Hose. Und selbst wenn ihr wirklich ausreichend Budget habt oder was, selbst dann seid ihr sehr gut beraten, wenn ihr euch da echt zurückhaltet. Und das ist relativ einfach, in relativ kurzer Zeit einen doch ziemlich ansehnlichen Notfallvorrat zusammenzustellen. Und das funktioniert wie folgt. Ihr seid unterwegs im Discounter eures Vertrauens oder im Supermarkt eures Vertrauens und nehmt einfach pro Wocheneinkauf ein Paket Nudeln oder zwei mit. Extra. So, dann nehmt ihr vielleicht eine Dose Pizzatomaten mit. Oder irgendwas. Wir lassen jetzt auch mal bitte die Finger von dieser Broschüre hier. Sondern es geht erstmal um das, was für euch sinnvoll ist, was für euch sinnvoll erscheint und was ihr wirklich mögt. Denn in dieser Broschüre ist einiges an Notfallvorrat beschrieben. Das passt nicht zu jedem. Das Ding ist, dass ihr schon durchaus irgendwo beigehen sollt und nach euren Kriterien oder vielmehr nach euren Bedürfnissen das Ganze zusammenstellt. Dazu müsst ihr erstmal wissen, was diese Bedürfnisse sind. Und vor allem, was tatsächlich durch euren Hals passt und gut durchpasst und was nicht. Macht es jetzt unbedingt Sinn, irgendwie palettenweise fertig Eintöpfe und sowas in der Art zu kaufen? Kommt drauf an, wer fragt, beziehungsweise es kommt auf euch an und auf euren Geschmack. Ein paar von diesen Fertig-Eintöpfen und so sind inzwischen sehr gut geworden. Die sind auch von den Inhaltsstoffen her so, dass du dir nicht mehr unbedingt einen zölligen Nagel durch die Zunge treiben musst. Aber nochmal, das ist, da geht es um euren Gusto, um euren Geschmack. Warum diese kleine Serie? Wie gesagt, ich kann mich zu diesem Thema
stundenlang auskaspern und auch zu kleinem Budget. Dennoch, ich habe definitiv keinen Dukatenesel in der Ahnenreihe. Und auch ich habe irgendwo ein gewisses Budget. Und wenn das Budget verbraucht ist, dann ist das Budget verbraucht. Wenn das alles für Notfallvorsorge drauf geht, blöd, dann bleibt irgendwie nicht mehr viel nach. So, also am einfachsten, wenn ihr bei jedem Einkauf eine Kleinigkeit mit dazu packt. Und kommt schon, Leute, ein Paket Spaghetti kostet irgendwo um die 89 Cent. Das wird kein Budget sprengen, ganz sicher nicht. Warum Spaghetti? Auch da gibt es eine Geschichte dazu. Und zwar möchte ich euch in dieser kleinen Serie auch so ein bisschen mit dahin mitnehmen, dass wir anhand eines Fallbeispiels, was mir tatsächlich selber widerfahren ist, dass wir uns angucken, wie man solche Notfallvorräte auch sinnvoll irgendwo in der Wohnung packen kann. Der eine oder andere vielleicht verstecken, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass man da irgendwie... Aber das ist okay. Ich habe hier auch genug Platz. Aber es geht aber auch zum Beispiel darum, dass ihr das, was ihr an Notvorräten habt, dass ihr das auch vernünftig lagert. Und auch da werden wir euch in dieser kleinen Serie mitnehmen. Denn eins meiner ganz persönlichen Highlights war eine 81 Jahre junge Dame, für die wir einen Umzug gemacht haben. Die ist aus ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel in ein alten Wohn- und Pflegeheim gezogen. Und die war ausgerüstet, die war vorbereitet. Alter Schwede, meine Herren. Wie gesagt, 81 Jahre jung, hat das ein oder andere miterlebt und durchgemacht, ist auch sehr, sehr lange im Ausland gewesen und hat auch da erlebt, dass nicht alles gleich Gold ist, was in der Sonne glänzt. Nicht wahr? So, die hat in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung, und das war wirklich keine große Zwei-Zimmer-Wohnung, da hat die Vorräte gehabt für über ein halbes Jahr. Das ist total bescheuert. Eine relativ kleine Rente, Zwei-Zimmer-Wohnung und war ausgerüstet und equipped. Da sind viele von den großen, ne, Meister-Preppern, das ist ein Kindergeburtstag. Die hat in ihrer Wohnung wirklich jeden Quadratmeter zu nutzen gewusst. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das war geil. Das war echt, alter Schwede, das war heldenhaft. Und die ist zum Beispiel beigegangen, die hatte unterm Bett so eine Schublade. Im Grunde eine Plastikkiste mit Rollen drunter. Du kriegst, also manche Betten haben tatsächlich so eine Bettschublade, wo dann eine Tagesdecke oder eine andere Bettdecke oder eine zweite Bettdecke oder was, der Schmeckefuchs was. Hatte sie da weg, hatte sie auf einen Schrank geräumt, in einer Tasche vor Staub und allem anderen gesichert. Aber in diesem Bettkasten, der war zur Hälfte mit Spaghetti gefüllt und zur anderen Hälfte mit Konserven. Ich habe gedacht, ich kippe hinten über. Wie gesagt, also das Thema, das mache ich schon sehr, sehr lange. Und mich in diesem Themengebiet wirklich zu beeindrucken, ist nicht ganz einfach. Die hat es hingekriegt, mit einem Lächeln, mit einem Kinderlied auf den Lippen. So, und das ist aber nur, das war nur der Gruß aus der Küche, wenn man so will. Überlegt mal, beim Bett von 2 Meter mal meinetwegen 60 oder 80 Breite, was in so eine Schublade alles reinpasst. Und jetzt haben wir hier mal im Vergleich vom Volumen her Spaghetti und Spirellis, also diese Spiralnudeln. Wenn ihr also diese Spaghetti nehmt und da irgendwie eifrig drunter feuert, da könnt ihr Ewigkeiten, da könnt ihr kiloweise, wie viel Kilo haben wir da rausgeholt? Ich glaube 15 Kilo an Spaghetti waren das. Nur im Bettkasten. Jetzt rechnet mal kurz hoch. 15 Kilo Spaghetti. Eine Person. Wie lange kommt eine Person damit hin? Wenn derjenige wirklich nur Spaghetti isst. Und die hat definitiv nicht nur Spaghetti gehabt. Die hat Fleischkonserven gehabt. Die hat Fischkonserven gehabt. Die hat Pizzatomaten gehabt. Die hat noch vieles andere an Obst und Gemüse in der Konserve gehabt. Erbsen, Bohnen, keine Ahnung, what auch ever. Sucht euch irgendwas raus, was in so eine Konservendose reinpasst, hatte sie, definitiv. Und wie gesagt, das war nur der eine Bettkasten. So, und dann sind wir irgendwann beigegangen, sind in den Flur gegangen, haben angefangen, den Flur auszuräumen.
beziehungsweise die Schränke auszuräumen. Und dann haben wir uns gewundert, warum hinten drin, in derselben Farbe wie der Schrank, beziehungsweise wie die Schrankrückwand, war Pappe drin. Haben die Pappen weggenommen und da waren diese Teleskopstangen drin. Und hinter diese Teleskopstangen waren geklemmt, richtig, Spaghetti. Und das Ganze kannst du logischerweise auch mit Konservendosen veranstalten. Du hast zum einen sehr, sehr viel Raum, den du nutzen kannst. Und du hast es gleich so, dass es nicht unbedingt auf Anhieb jeder sieht. Du stehst einen Meter vor dem Schrank und du siehst es nicht. Das ist richtig geil. So, wie hat sie das Wasserproblem gelöst? Irgendwann gab es da mal die Durchsage, dass da ein Wasserrohrbruch und dass man das Wasser abstellen müsste. Man hätte jetzt noch eine Stunde oder zwei Zeit. Da ist sie beigegangen und hat im Vorfeld schon sich so einen Wassersack gekauft, der in die Badewanne kommt. Alter, da passen 200 Liter rein. Da ist sie beigegangen, hat mal eben den Wasserhahn in der Badewanne aufgerissen und diesen Sack gefüllt. 200 Liter Frischwasser. Hat da ein paar Mikropur reingeworfen, zugeschraubt und tschüss. Ja, diese Säcke kosten erstmal Geld, aber wenn du die einmal angewendet hast, du glaubst gar nicht, was das alles wert ist. Das sind aber irdische Kleinigkeiten, die du selber auch ausprobieren musst. Was nicht funktioniert und was Geschmack und alles andere abgibt, ist, wenn du es in irgendwelche anderen Plastiktüten oder so abfüllst. Also es macht schon durchaus Sinn, so einen Sack oder zwei oder drei irgendwie auf Vorrat zu haben. Und es macht durchaus auch Sinn, den einen oder anderen Wasserkanister zu haben. Ja klar, warum nicht? Und das mit dem Wasser, gerade hier in unserer Gegend, ist das mit dem Wasser, dass das Wasser irgendwann weg ist, erstmal eins unserer geringsten Probleme. Das werden wir über Tage weiter haben, mit ausreichendem Druck. Und erst dann wird's langsam kritisch. Jetzt waren wir aber immer noch bei Notfallvorsorge mit kleinem Budget. Spaghetti haben wir gesagt. Bei jedem Einkauf ein bisschen was dazu. Ist nicht mal ein Euro. Mehl, genau dasselbe in grün. Zucker, you're welcome. Das sind alles Kleinigkeiten, die, wenn man das Ganze jetzt so zwei, drei Wochen betrieben hat, die dann schon einen relativ ansehnlichen Vorrat geben können. Und da bitte ich euch, dass ihr euch mal Gedanken drüber macht, was ihr tatsächlich selber ernsthaft, was ihr selber esst, was ihr selber kocht und zubereitet, und dass ihr danach dann beigeht und euch die Zutaten und auch gern den Plan B dazu überlegt, einfallen lasst und dann auch bevorratet. So, das war also der erste Teil aus dieser wundervollen kleinen Serie und beim nächsten Mal gucken wir uns das mit der Lagermöglichkeit und dem What Shall We Do with the Krankenpfleger genauer an. Habt ihr da Bock drauf? Es geht um den zweiten Teil Notfallvorsorge mit klar kleinem Budget und es geht heute um das Thema, wie wir bestimmte Sachen lagern. Und zwar auch in der Wohnung. Wieder eins meiner Lieblingsbeispiele, zwei Zimmerwohnungen in Hamburg-Eimsbüttel, bewohnt von einer 81 Jahre jungen Dame, die irgendwann beschloss, in ein Altenwohn- und Pflegeheim umzuziehen. Und wir haben bei dem Umzug geholfen und den Haushalt aufgelöst und so weiter und so fort. Und wie gesagt, zwei Zimmerwohnungen und die hat uns glaubhaft versichert, und das kaufe ich ihr wirklich ab, dass die Vorräte für locker ein halbes Jahr in ihrer Wohnung hatte. Wie gesagt, kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg inzwischen mehr oder weniger unbezahlbar, zumindest in der Lage. Wie hat sie das gemacht? Nun ja, da haben zum Beispiel diese kleinen schlammigen Scheißerchen eine nicht ganz unerhebliche Rolle beigespielt. Die hat diese Stangen hier, und das sind Teleskopstangen, die man so ausschrauben kann, die kann man aber so auch zusammendrücken. Und das gucken wir uns gleich noch an einem Beispiel an. Wir werden uns heute zwei Beispiele symbolisch angucken, wie man sowas mit Notfallvorrat und Notfallvorsorge in einer Wohnung gestalten kann. Denn was die hingekriegt hat, ist jetzt nicht unbedingt Hexenwerk, würde ich sagen. So, was das ist, was das war und wenn ja, warum und wie viele davon. Wir gehen gucken, wir gehen basteln.
So, Fach ist leer. Wir nehmen Siebenbordig. Zwei von unseren Lieblings, wie heißen die Dinger hier? Teleskopstangen. Wir haben hier 4x500 Gramm Spaghettis. Und das passt noch so. Zu kurz. Was wir aber stattdessen machen können, und das wird funktionieren, dann packen wir das Ganze da oben drunter. Ist eine Wir stehen knapp 2 Meter weit weg. Sehen tust du von hier aus so ohne weiteres nichts mehr. Da oben sind sie geparkt und gebunkert und das geht natürlich auch mit viel, viel mehr davon. Und auch hier wieder symbolisch eine Schublade unter dem Bett. Viel Platz. Und nur symbolisch. Da haben wir 2 Kilo Spaghetti. Da haben wir eine Palette mit Pizzatomaten. Ihr habt also gesehen, wenn der Wille tatsächlich da ist, dann ist die Umsetzung ein Witz. Ihr habt also gesehen, mit etwas Fantasie, Geduld und Spucke und ein klein bisschen Nachdenken, ja, ich weiß, das ist nicht jedem gegeben, aber da ist eine ganze Menge möglich. Und gerade mit diesem Bettkasten, da passt besorgniserregend viel drunter. Ihr habt gesehen, auch mit dem Schrank, da sind Dinge durchaus möglich. Das muss man aber wollen. Das kostet nicht die Welt, da geht man nicht dran kaputt, eigentlich. Und das ist alles für relativ schmales Geld zu haben und umzusetzen. Aber wie gesagt, das muss man wollen. Kinders, ich hoffe, ich habe ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Wenn dem so ist, dann dürft ihr gerne diesem Video ein Like dalassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist auch das keine Straftat. Es geht um die Frage aller Fragen. Ist Ausrüstung wirklich alles? Und um die Abkürzung zu nehmen, nein. Und ich mache das heute an einem klitzekleinen Beispiel. Ich habe den Auftrag meiner Frau gekriegt beim Discounter des Vertrauens, die im, wie heißt das Ding? Was ist das denn um Himmels Willen? Das ist doch kein Kopfgurt. Ach du Scheiße, das ist ja viel zu lang. Was soll denn der Mist? Das ist auch nicht undoof.
Und zwar ist das keine Stirnlampe, wie ich eigentlich dachte, sondern dieses Lampengetüdel, tralala, wird um den gesamten Oberkörper rumgezirbelt. Was auch nicht so richtig doof ist. Wie gesagt, meine verschiedenen Damen und Herren, Frauen reiten und sind auch des Öfteren mal des Nächstens im Wald und auf der Heidi unterwegs. Und das Ganze mit Licht macht dann schon durchaus Sinn. Zum einen, dass du selber was siehst als Reiterich, zum anderen aber, dass du gesehen wirst. Auch das ist nicht so richtig undoof, wie ich finde. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding an den Start kriegen. Das sind jetzt nur die... Sind das nur die? Ne, das sind Stirnlampen. Wir gucken also uns die Stirnlampen an. Und wir gucken uns das Möbel als Brustgurt Alte Naive an. Therefore, we have to open it up. Actually. Das ist Benande. Ja, ich weiß, dass mit der Beschreibung gucken, lesen, verstehen, begreifen, umsetzen ist nicht jedem gegeben, aber manchmal ist das gar nicht so richtig doof. Da haben wir Baterien, Blüterien. So, da ist ihm auf. Da schrauben wir jetzt die Batterien rein. Tralala. Das sind so Kleinigkeiten, die man durchaus auch im Discounter des Vertrauens kriegt. Und ja, das sind nicht die teuren 92.000 Euro Stirnlampen oder was auch immer. Aber deswegen heißt diese Serie auch Notfallvorsorge mit kleinem Budget. Und nicht irgendwie Notfallvorsorge for Runaways or something. So, was wir hier jetzt haben, macht Licht. Ja. Macht Licht an, macht Licht aus. Da kann man verschiedene Leuchtmodi. Ich bin kein Fan von Leuchtmodi, wenn ich ehrlich bin. Was ich aber ziemlich geil finde, das ist dieses Ding. Und zwar ist das eine rote Laterne Leuchtika, die du dann, wenn du das Ganze umgeschlungen hast, am Rücken trägst. Da sieht man wahrscheinlich mein Fahrzeugheck leuchten. Und wie das tatsächlich irgendwie im wahren Leben aussieht, das gucken wir uns dann in der Dunkelheit an, Kinex. So, Gemeinde, ab nach draußen spielen. Sammy, komm. Ja, komm, geh rein. Also ich denke mal, so für eine Stirnlampe ist das ein Lichtkegel, den man so jetzt erstmal lassen kann. Ne? Wir gehen mal nach hinten auf den Hof. Da sind die beiden Spackels. Brustgurt dazu. Na komm, Wortling, wir gehen. Also die Seminarhöhle kennen die meisten von euch, denke ich. Ich glaube, das kann man so mit Stirnlampe
schon ganz gut lassen, finde ich. Das ist also die Stirnlampe-Variante, Stirnlampe von vorne. Da haben wir das Rücklicht. Und ehrlich gestanden, wie gesagt, also gerade auch so, wenn ihr mit dem Fahrrad oder so unterwegs seid, dann finde ich derartigkeit eigentlich gar nicht so richtig verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt wieder rumjapsen. Wer billig kauft, kauft zweimal. Leute, diese Lampen haben pro Stück, pro Verpackungseinheit 10 Euro gekostet. Wenn euer Budget für sowas 10 Euro ist, so be it. Da kann man dann irgendwie gerne sich das Schüchchen aufpusten. Ich selber habe so diese Erfahrung gemacht mit dem Messer. Ich hatte ein wahnsinnig großes Survival-Messer. Scheiße teuer. Unfassbar klobig. Schwer wie keine Ahnung. Und gerade was Handlichkeit und irgendwie Gepäck und Gewicht und so angeht, ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Aber das versteht nicht jeder, der nicht irgendwie... Anyways. Wir sind beigegangen und haben... oder ich bin beigegangen, war auf einer Schwedentour mit Kanu auf einem der großen Fjorde. Es kam ein bisschen Wind und Welle auf, dieser... unser Kanu, unser Kanadier ist gekentert und in diesem Kanadier lag das Messer. Da braucht man ja, ist ja wichtig, ist unfassbar wichtig. Na, allen anderen Scheiß habe ich tatsächlich eingesammelt gekriegt, weil es wasserdicht verpackt war und einigermaßen schwimmfähig verpackt war. Nur dieses Messer halt nicht. So, das war gleich mehr oder weniger zu Anfang von diesem Trip. Das waren 3 Wochen. Und die restlichen 3 Wochen habe ich mich, was das Thema Messer angeht, über Wasser gehalten mit meinem schwarzen Offiziersmesser, was ich so ständig an der Persönlichkeit habe. Nein, nicht zwanghaft in der Badehose, aber ansonsten irgendwie bei allem, was irgendwie Hosentaschen hat, ist dieses schwarze Offiziersmesser definitiv dabei. Das Ganze auch schon sehr, sehr lange. Und wenn ich ein Messer mit feststehender Klinge brauchte, ja, hatte ich halt nicht. Muss ich halt improvisieren. Aber jetzt mal ernsthaft, wozu brauchst du so einen riesen Klopper an Messer? Brauchst du nicht. Was hat mich das Ding in der Anschaffung gekostet? Ich glaube über 400 Mark damals. Ja, ich bin alt, um das mal vorwegzunehmen. War das sinnvoll? Nein. You're welcome. Es tut auch ein Mora Companion. Das kriegt ihr je nach Zulieferer, je nach Laden, kriegt ihr das irgendwo so um und beim 10er so 10 bis 20 Euro. Das reicht. Mehr Messer, wozu? Für die Zambo, Bepo, Kalypse oder was oder wie? Jetzt mal ernsthaft. Nein. Vor allem nein. Warte, ich versuch's nochmal. Nein. Für diejenigen, deren Budget bei 10 Euro liegt, da ist Lampus Lover, da ist die Lampe durchaus eine Alternative. Muss es die Lampe, die Stirnlampe für 12.000 Euro sein? Nein, muss es nicht. Erstens, wenn euer Budget das nicht hergibt, dann gibt das euer Budget nicht her. Das ist so ähnlich wie keine Arme, keine Kekse. Das Prinzip werdet ihr kennen. So, das ist das eine. Das nächste Ding ist, wenn euch die runterfällt oder kaputt geht oder was auch immer, dann sind es 10 Euro. Für viele ist 10 Euro echt Geld. Ja, klingt komisch, ist aber so. Und es kann euch durchaus passieren, dass so eine teure Lampe runterfällt und kaputt ist. Gerade von namhaften Herstellern, wo da ein riesen Namen, aber nicht so viel an Qualität dahinter ist. Oi, da gibt das mehr als reichlich von.
So viel zum Thema, wer billig kauft. Ne? Auch das Exempel habe ich schon ein paar Mal durchgehabt. Und gerade mit meinen Kindern und mit meinen Frauen hier auf dem Hof, ne? Meine ehrenwerteste Ehefrau, meine beste Ehefrau von allen sozusagen und meine beiden Töchter und deren Freunde, Freundinnen, Freundinnen, wenn ich denen eine 92.000 Euro teure Stirnlampe, wenn die in 2 Wochen weg ist, beiße ich mir in die kontaktfreudigsten Körperöffnungen. Ist das sinnvoll? Lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Nein. Und vor allem haben meine Kinder auf die Art und Weise die Möglichkeit, damit Erfahrung zu sammeln. Und wie gesagt, das, was ich bei der richtig cool finde, das ist dieses rote Licht. Und jetzt auch gerade bei der Stirnlampe, wir hatten ja jetzt gerade eben nur das Bribra Brustgeschirr. Na? Gerade mit dieser Lampe hier, bei der Stirnlampe, das Ding wird am Reithelm fixiert. Na? In meinem Fall machen meine Mädels halt auch den ein oder anderen Ausritt und auch des Nächtens. Damit werden die im Straßenverkehr oder auch sonst wenigstens wahrgenommen und gesehen. Von Achterbug. Ne? Da, wo das Pferd meistens keine Beleuchtung hat. Das Ganze kommt um den Reithelm rum. Das haben wir auch schon ausprobiert. Das passt. Und fertig ist der Lack. Das, was noch dabei ist, da sind noch Batterien dabei, welche die passen. Ne? Das sind jetzt nicht die hochwertigsten unter gottesfürchtiger Sonne. Aber mein Gott, ne? 10 Euro. Kinders, ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ist Ausrüstung wirklich alles? Können wir zusammenfassen? Nö, you're welcome. Wenn euer Budget 10 Euro für so eine Lampe beträgt, dann beträgt euer Budget für so eine Lampe 10 Euro. Und ich weiß, dass für viele 10 Euro schon nicht wenig Geld ist. Also von daher, hört auf, irgendwie andere Leute mit Dreck zu bewerfen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist auch Kanal abonnieren definitiv keine schwerwiegende Straftat. Wenn ihr meint, dass ihr das Video teilen könnt und müsst, feel free. Heute geht's mal wieder, ich weiß gar nicht, Notfallvorsorge. Auf jeden Fall müssen wir mal wieder ein bisschen do-it-yourself quatschen. Quatschen wir? Was ich hier also gerade mache, da sehen wir also die Akkus, die gerade geladen werden. Denn heute geht es in die finale Runde mit unserem Dachboden bzw. dem Heizungsraum. Ja, wir kriegen eine Gasbrennwertheizung. Ja, die wird Montag angefangen zu installieren. Und dafür geht es heute in die finale Runde mit dem Trockenbau. Das heißt, Wände stellen, Schrauben, 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 Schrauben und Schrauben. Und vielleicht noch sägen. Und der eine oder andere wird sich gerade vielleicht ein bisschen wundern. Nein, ich bin nicht von Bosch gesponsert oder so. Dieses Video wurde gesponsert von meiner Frau und mir, wie meistens. Und das Ding ist, das hat einen Hintergrund. Und ich möchte euch dazu so ein bisschen was erklären. Der eine oder andere weiß es. Wir haben vor 2,5 Jahren unseren Resthof hier übernommen. Und sind seit 2,5 Jahren hier wirklich am Arbeiten und am Rotieren wie die Gastkranken. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich mitgekriegt. Es ist meine Seminarhöhle jetzt gerade fertig geworden. Die einzigen Gewerke, die wir dazu gebucht haben, das war ein Estrichleger und das war jemand, der uns die Wasserleitung, den Wasseranschluss macht. Den Rest haben wir mit Freunden selber gemacht. Komplett. Denn das hat einen Hintergrund. Bei so einem Projekt wie so einem Resthof, da kannst du für jedes Gewerk dir jemanden dazu holen. Wenn du den dazugehörigen Dukatenesel in der Ahnenreihe hast, ist das durchaus möglich. Habe ich nicht, also. Vor allem hatten wir vor 2,5 Jahren das Problem, das war der Anfang von Corona. Und da hatten irgendwie alle Leute gleichzeitig das Gefühl oder das Bedürfnis, mal eben ihre Häuser komplett renovieren oder sanieren zu müssen. Und so war das Problem und das zieht sich nach wie vor wie so ein altes Kaugummi aus dem Mundwinkel. Die wirklich Guten kriegst du nicht. Vor allem die wirklich Guten, die auch preistechnisch irgendwie die Kirche im Dorf lassen.
wenn du die jetzt zum Beispiel noch kennst oder so, die sind über Monate, zum Teil bis ins nächste oder übernächste Jahr ausgebucht. Und dann gibt es irgendwelche Zauberclowns, die zwar verfügbar sind, irgendwelche Fantasiepreise aufrufen, und dann fährst du auf die Baustelle und guckst dir mal deren Arbeiten an und denkst, ich kenn das, und ganz ehrlich, dann dauert es zwar länger, aber dann mache ich es lieber alleine. Und dann weiß ich, wie es werden soll, beziehungsweise dann weiß ich, wie es wird. Oder ich weiß, wie ich es haben will. Und brauche es niemandem zu erklären. Was kann dabei für euch an Informationen hilfreich sein? Wie gesagt, du kannst für jedes Gewerk irgendjemanden da ranholen. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man sich auch lokale Kräfte dazu holt. Aber wenn die nicht verfügbar sind und der Leidensdruck groß genug ist, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Heizungsraum, es wird Winter. Ja, wir heizen überwiegend mit Holz im Moment. Warmwasser kriegen wir durch den Wärmetauscher, was total cool ist. Und wir sind von unserem Heizungsbauer diesbezüglich auch beraten worden. Er hat fertig, der Herr Lader. Wundervoll. Sind von dem auch dazu beraten worden. In meinem Fall war es die Firma Barsch. Und packe ich unten in die Videobeschreibung. Ist der Gas- und Wasserheizungs- und Lüftungsinstallateur unseres Vertrauens. Super Team, super Service, wirklich, wirklich klasse, echt großartig. Und die haben uns da auch wirklich beraten, weil die Ölheizung durften wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr verwenden. Öl ist damals mit dem Preis auch gerade irgendwie komplett durch die Decke gegangen, war also keine Option mehr. Und wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und mal so einen Plan in die Welt geschickt, was es war, was es ist, was es sein wird. Und das hat wirklich gut geklappt und gut funktioniert. An dieser Stelle tausend und ein Dank dafür. Gut, die kommen also Montag und wollen die Heizung bauen. Wir bauen den Trockenbau, beziehungsweise bauen den Raum dafür, stellen den Raum dafür her. Dafür haben wir den Fußboden in mehreren Wochenenden ertüchtigt, dass man da oben wieder laufen kann, ohne dass da jemand durch die Decke durchbricht. Bei so einem älteren Gehöft ist das manchmal ein wenig, sagen wir, schwierig. Also das haben wir gemacht, vorher das alte Holz raus und runter und tschüss und weg und sowas, alles hübsches Holz rauf, Dämmung rauf und so weiter und so fort. Und also allein die Dämmung in diesem von und zu, hätte ich nie gedacht, dass das derartige Auswirkungen hat. Also es ist wirklich großartig. Naja, und jetzt kriegen wir unser Räumchen. Wir waren bei Bosch Blau stehen geblieben. Die ersten zwei Wochen, als wir hier den Hof übernommen haben, habe ich einen Werkzeugdurchsatz gehabt. Unglaublich. Also ich habe kein wirklich schlechtes Werkzeug gehabt, aber ich habe sehr, sehr viel irgendwie von irgendwelchen Haushaltsauflösungen oder so geerbt. Teilweise gutes Werkzeug, aber auch das hatte teilweise schon seine besten Zeiten hinter sich. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe also nicht nur einen medizinischen, ich habe auch einen technischen Hintergrund. Ich kriege ja gerne mal gesagt, ich habe von Technik keine Ahnung. Nein, falsch. Nee. Gut, ich habe also Werkzeug durchgesetzt. Ich hatte wir hatten in den ersten zwei Wochen knapp vier Akkuschrauber, die das Zeitliche gesegnet hatten. Zwei Baukreissägen, die wir über Kleinanzeigen gekauft hatten. Du kannst bei Kleinanzeigen mit solchem Kauf Glück haben. Oder auch nicht. Wir hatten es nicht. Abgeraucht nach der zweiten Baukreissäge hat meine Frau befohlen, wir kriegen eine GTS 10. Und zwar eine mit einem Fahrgestell. Das Ding ist hier mehr oder weniger in dauerhafter Benutzung. Es ist so praktisch, das tut schon fast weh. Und das sind aber nur so Kleinigkeiten. Akkuschrauber, die wirklich halten. Ich habe bei der Feuerwehr im Einsatzdienst erlebt, da sind mir zwei Makita-Schrauber bzw. ein Stabfräser abgeraucht im Einsatz, im scharfen Einsatz. Und das sind so irdische Kleinigkeiten, das funktioniert so nicht. Wir haben bei der Seminarhöhle, da hat ein Bekannter mitgebracht einen Makita-Trockenbauschrauber. Es kann sein, dass es, ich will nicht ausschließen, dass es an mir liegt. Ja?
Dieser Trockenbauschrauber hat nach einer halben Stunde Versuchen die Seminarhöhle auf ballistischem Weg verlassen und ich kann locker von mir sagen, ich war das nicht. Na, also es gibt Leute mit einer kürzeren Zündschnur, was das angeht. Wir haben dann irgendwann lachend halt wieder zu unseren Akkuschraubern gegriffen, vernünftige Bits reingesetzt und waren nach 2 Stunden fertig. Ja? So mit alles, mit scharfer Soße und Zwiebeln. Das geht, wenn du genügend Leute hast, das geht, wenn du genügend Leute hast, die da wirklich Bock drauf haben. Und dann verkraftest du auch, dass wenn dann so, sagen wir mal, Teilzeit optimales Werkzeug zwischendurch den Dienstquartieren, nachdem wir dann angefangen haben, richtiges Werkzeug zu kaufen, mit dem ich wirklich klarkomme, ich komme mit Festool nicht klar. Habe ich keine Ahnung, warum, es ist nicht meins. Keine Ahnung, komme ich irgendwie nicht ran. Das ist ja der Witz, die meisten Leute, die irgendwie in Richtung Holz unterwegs sind, die schwören auf Festool. Und viele Schlosser, die ich kenne, die sind definitiv bei Bosch Blau. Ich denke, das hat alles irgendwo seinen Grund und seine Bewandtnis. Ich komme damit am besten klar. Und ich brauche nicht die großen 18-Volt-Geräte. Ja klar, ich habe auch die 18-Volt-Geräte. Ne? Wir haben die Säbelsäge in 18 Volt, wir haben den Gewaltschrauber, den Drehmomentschrauber, den Schlagschrauber haben wir in 18 Volt. Aber mein Hauptarbeitspferd ist im Grunde der 12-Volt-Akkuschrauber, wo du das Bohrfutter gegen verschiedene andere Aufsätze austauschen kannst. Wenn ich da was Sinnvolles finde, packe ich sie immer unten in die Videobeschreibung. Und das ist schon wirklich, 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 wirklich geil. Und seitdem habe ich Ruhe. Seitdem ist Ruhe auf dem Kanal. Seitdem klappt das mit der Arbeit. Letzten Montag, das war ja nicht Sonntag, das war Montag, da haben wir die eine Wand gestellt in 2 Stunden. Also das ist ein Raum mit einer Grundfläche von 90 Quadratmetern. Ne? Nein, der Raum wird nicht in Gänze irgendwie Heizungsraum. Da wird ein kleines Abteilchen der Heizungsraum. Der Rest wird unser Lager für unser Outdoor-Equipment, wovon wir über die Jahre auch genug angesammelt haben. So ist es nicht. Aber das Ganze ist dann frostsicher, das ist dann einigermaßen staubsicher. Und da geht es heute in die finale Runde. Und ich freue mich einen Cola-Keks und ich freue mich über Arbeiten mit richtigem Werkzeug. Denn wer einmal ausprobiert hat, dass er mit Werkzeug anfängt zu arbeiten und die ersten Erfolgserlebnisse hat, der ist dann auch gut beraten, wenn er dann auch in ein hauch teureres Werkzeug investiert. Was wenig Sinn macht, ist, wenn du... Echt jetzt? Wenn du dir von vornherein Profi-Werkzeug kaufst und merkst, dass das so überhaupt nicht deine Veranstaltung ist. Das geht in die Büchse. Es hat aber den Vorteil, dass du das relativ gut wieder verkauft kriegst. Ne? Während, wenn du mit Preiswerten anfängst, dann wird das schwierig wieder los. Oder du musst es an jemanden verschenken, den du nicht magst. Oder das ist auch doof. Ne? Deswegen der Tipp von mir, gerade auch bei Akkugeräten und auch bei Handwerkzeug, gebt ein Happen mehr aus. Es muss nicht das alleroberste Regal sein. Versucht für euch rauszufinden, was für euch oder für euer Budget passt. Fangt sonst mit irgendwas an, was halt aus der preiswerten Liga kommt. Auch da gibt es wirklich gute Dinge. Aber wenn ihr mehr vorhabt und wenn ihr in so einer Situation seid wie wir mit so einem Resthof, dann solltet ihr euch derartige Anschaffungen sehr, sehr gut überlegen. Weil diese Anschaffung, die haben wir jetzt einmal gemacht und wir haben Ruhe. Wir haben Ruhe, wir haben keine Verluste an Werkzeugen mehr, gar keine mehr. Na? Und das ist schon die richtige Fahrtrichtung, wie ich finde. Du kannst für jedes Gewerk tatsächlich irgendjemanden ranholen, du kannst sie aber auch einen zölligen Nagel ins Auge treiben, das ist manchmal genauso sinnvoll. Die guten Handwerker wirst du schwer kriegen, haben durchaus ihren Preis, sind aber ihren Preis auch wert. Und dann hast du halt auch irgendwelche Industrieschauspieler dabei, die irgendwelche Fantasiepreise aufrufen und geht gar nicht. Und dann kann ich es auch selber machen, ganz ehrlich. Und selbst wenn ihr es selber macht, könnt ihr durch verschiedene Aktionen tatsächlich auch gerade beim Materialeinkauf unfassbar Kohle sparen. Was für Aktionen das sind, fast jeder Baumarkt bietet so eine Kundenkarte an. Und diese Kundenkarte, gerade wenn du dann solche Projekte, größere Projekte hast,
das kann irgendwann schon mal echt lukrativ werden. Ne? Oder du lässt dir für manche Sachen einfach mal einen Kostenvoranschlag machen und merkst dann, huch, wenn du zum Beispiel Steine auf einer Palette kaufst, eine ganze Palette inklusive Lieferung, ist es zum einen preiswerter, du brauchst nicht selber losfahren, du fährst dir dein Auto oder deinen Anhänger nicht zu Schrott und du hast es termingerecht da. Denk mal drüber nach. Kann wirklich lohnenswert sein. Kinders, ich habe hoffentlich ein klein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Fangt mit kleinen Projekten an, arbeitet euch langsam hoch, wenn ihr da irgendwie Anfänger in dem Genre unterwegs seid. Und der eine oder andere wird von euch merken, dass das wirklich Bock bringt und wirklich Kohle spart. Richtig Kohle. Und ich glaube, Kohle sparen, ich glaube, das tut uns allen im Moment ganz gut, oder? Also, was für Projekte, das müsst ihr letzten Endes für euch rausfinden. Es gibt unfassbar viele gute YouTube-Kanäle mit kleinen Projekten, mit Bastelprojekten, mit Vogelhäusern oder was auch immer. Ich baue zum Beispiel mal mit meinen Mädels regelmäßig Vogelhäuser. Ja, gute 100% davon werden dann irgendwie verschenkt. Aber das geht ganz gut. Und auf die Art und Weise kommen vor allem die Kids auch an das Thema ran. Die kommen gar nicht drum rum. Na, und so rennen dann irgendwie unsere beiden Perlitas mit ihrem eigenen Werkzeuggürtel und teilweise mit Akkuschrauber. Ich könnte quietschen und grunzen vor Freude, ne? Ernsthaft. Ja, also ich kriege mich da ja fast nicht wieder ein vor Freude. Aber im Grunde nur so funktioniert das. In dem Moment, wo wir Erziehungsberechtigten den Nachwuchs an die patschnasse Hand nehmen und dann irgendwie das Ganze zusammengestalten, kann es richtig geil werden. Und unsere Kinder lernen eventuell auch was fürs Leben. Oder auch nicht. Und zwar möchte ich euch heute 6 Werkzeuge und ein Hilfsmittel an die Hand geben, was mir in den letzten Jahren, teilweise ein paar davon schon seit sehr, sehr vielen Jahren, wirklich, wirklich, wirklich den Arsch gerettet hat. Regelmäßig und immer wieder. Es gibt kaum etwas, was dir mehr Sicherheit gibt und Souveränität gibt als vernünftiges Werkzeug, gerade in Ausnahmesituationen. Also, über Werkzeuge und gerade über Handwerkzeuge habe ich mich in einem anderen Video schon mal unfassbar ausgekaspert. Das Video dazu gebe ich euch hier. Und zwar habe ich mich dazu ausgelassen, eines der Dinge, die mir wirklich den Hintern gerettet hat, war ein guter Schraubendrehersatz, ein vernünftiger Schraubendrehersatz. Und der ist eigentlich nur noch zu toppen durch einen guten isolierten Schraubendrehersatz. Aber das ist unsachlich und das würde gerade ein bisschen abschweifen. Das wäre also das Erste. Verschiedene Klingen, verschiedene Stärken. Das, was ich habe, ist von Veratool Rebel. Muss es unbedingt Veratool Rebel sein? Nein, muss es nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was so eure Bedürfnisse sind, was ihr tatsächlich braucht. Was ihr braucht, was euer Budget hergibt, gebt euer Budget Veratool Rebel her. Oliver, los geht der lustige Lurch. Hütet euch aber davor, dass ihr Werkzeuge kauft, nur um sie zu kaufen, um sie hinterher dann irgendwie als Deko irgendwo im Regal stehen zu haben. Das macht keinen Sinn. Und vor allem dann dafür eine Schweinekohle auszugeben. Wenn für euch das Werkzeug vom Discounter des Vertrauens tatsächlich stimmig ist und wenn ihr damit klarkommt und wenn das für euch ausreicht, weil für so ein-, zweimal im Jahr kann es sein, dass es für euch durchaus ausreicht. Klar, warum nicht? Und das, was ich euch da an die Hand geben möchte, ist das, was mir geholfen hat. Ich habe vor 3 Jahren haben wir hier den Hof übernommen und ich habe hier in den ersten 2 Wochen derartig viel Werkzeug durchgesetzt. Alter Falter, das spottet echt jeder Beschreibung. Also in 2 Wochen habe ich da 3 Baukreissägen abgeraucht. Die habe ich mir damals über Kleinanzeigen gekauft. Kleinanzeigen kann man machen. Aber Kleinanzeigen ist gerade für Maschinen und so weiter und so fort inzwischen zum einen ein ziemlicher Ramsch geworden und zum anderen wird da teilweise auch, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, teilweise mit gestohlener Ware gedealt. Und da müsst ihr echt aufpassen. Da sind auch namhafte YouTuber schon auf die Fresse gefallen oder auf die Fresse gefallen worden oder was auch immer. Vorsicht. Nicht witzig. Gar nicht witzig. So. Schraubendreher haben wir gesagt. Verschiedene Klingen, also Kreuz, Schlitz,
Meinetwegen beides, verschiedene Größen, verschiedene Längen, wunderschön, exacte Mundo. Das, was mir tatsächlich den Kadaver gerettet hat, und das gebe ich euch hier jetzt auch mal ganz gern zur gemeinen Betrachtung, das ist ein gescheites Zangensortiment. Auch das macht durchaus Sinn. Das darf mit manchen Zangen, darf es gerne nach VDE isoliert sein. Das gegebenenfalls, wenn ihr an eine Stromleitung kommt, wo tatsächlich noch Feuer drauf ist, dass ihr da dran wenigstens nicht gleich Breakdance macht. Heißt jetzt nicht, dass man grundsätzlich die Sicherung drin lässt, um dann an irgendwelchen Kabeln rumzufuhrwerken, sondern wenn ihr denn da schon dran arbeitet, Sicherung raus. Aber gerade bei Altbau kann es passieren, dass teilweise ihr die Sicherung rausnehmt und ihr denkt, dass da, wo ihr die Sicherung jetzt gerade rausgenommen habt, dass auf dem eigentlichen Strang immer noch Spannung drauf ist, dass da immer noch Feuer drauf ist. Also Vorsicht in der Hütte. Gell? Eine weitere Sache, die aus meiner Sicht eigentlich in keinem Haushalt fehlen darf, das ist ein Akkuschrauber oder ein Akkubohrschrauber. Und der eine oder andere wird gleich ein bisschen aufjuchzen. Das hier ist jetzt die 12-Volt-Variante. Muss es unbedingt Bosch Blau sein? Nein, muss es nicht. Nochmal, passt es für euer Budget, passt es für eure Bedürfnisse? Attacke, fertig werden. 12 Volt, nein, es ist nicht der Akkuschrauber meiner Frau, sondern ein sogenanntes Gemeinschaftswerkzeug. Und zwar nutzen das inzwischen auch meine beiden Mädels Vorlaute, kurz vor 9 und 12 Jahre alt. Und der hier hat den Vorteil, dass du hier das Bohrfutter abnehmen kannst. Kannst hier einen Exzenter ransetzen. Das heißt, du hast im Grunde eine Bitaufnahme aus der Mitte raus versetzt. Gerade wenn du irgendwelche Möbel zusammenbauen willst oder so. Hier haben wir einen Winkelaufsatz. Wir können dann hier auf diesen Winkelaufsatz das Bohrfutter draufsetzen. Können aber auch hier direkt mit einem Bit reingehen oder einer Bitaufnahme reingehen, was auch wieder bei Möbelzusammenbau eine wirklich fluffige Sache ist. Macht die Bautiefe jetzt nicht so ganz. Es ist besser. Ja, es ist besser. Kommt schon. So, hier vorne können wir auch mit einem Bit reingehen, mit einem Sechskant. Wir kriegen für den hier aber zum Beispiel auch ein Schlagwerk. Von einigen YouTubern hochgradig gefeiert, von anderen zum Zerfleddern gehasst. Und auch da ist meine ganz ehrliche Meinung, es kommt drauf an, was ihr damit vorhabt. Ja, dieses Flexi-Klick-System ist durchaus nicht schlecht, aber es kommt wirklich drauf an, was ihr vorhabt. Wenn ihr jetzt hier auf einer Betonplatte auf der Ranch 42 Zaunpfähle mit Winkeln im Beton verschrauben und verbohren, also erst bohren und dann verschrauben müsst, dann ist das Ding wahrscheinlich ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, weil da geht es beim Bohrerdurchmesser los, wie es so schön in der technischen Kochsendung heißt. Ich habe da mal was vorbereitet. Dieses Flexi-Klick-System hat halt auch die SDS-Aufnahme, also diese Bohreraufnahme hier. Und derartige Bohrer könnt ihr damit verwenden. Hier geht es, glaube ich, los mit, den habe ich verwendet, was ist er doch gleich? Ich glaube, ein 10er ist das. Besonders schön bei dem hier, 4 schneiden, Karbidspitze, ist was Gescheites. Kostet Geld, weil für Luft und Liebe kriegt man sowas nicht. Aber es hat den ganz großen Vorteil, dass das wirklich vernünftiges Zeug ist, was auch wirklich lange hält. So, 12 Volt, wir waren bei 12 Volt stehen geblieben. Ja, wir haben auch einen 18 Volt Akkuschrauber, aber mit dem 12 Volt Akkuschrauber haben wir tragende Teile unseres Trockenbaus gemacht. Ein paar Eindrücke davon habt ihr jetzt hier mal. Das ist der erste Stock gewesen mit bummelig 120 Quadratmetern Grundfläche, den wir mal eben komplett entkernt und neu gemacht haben. Alles an Trockenbau raus, alles an Trockenbau neu. Isoliert als Grundvariante auf die Lattung drauf OSB-Platte und auf die OSB-Platte dann schlussendlich Rigips. Hier haben wir jetzt ein paar Eindrücke, ein paar Basteleindrücke aus der Seminarhöhle, als sie im Bau befindlich war. Die ist inzwischen auch fertig. Und das sind nur zwei
von den Baustellen, die wir hier hatten. Wir haben dann den Dachboden noch ertüchtigt, haben den Dachboden mehr oder weniger ausgebaut, haben da jetzt unsere Brennwertheizung und haben da mal eben noch mal 90 Quadratmeter oben drauf gesetzt. Also von daher, und das alles mehr oder weniger mit dem hier, weil mit dem 18-Volt-Gerät, und das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da fallen dir, ganz egal welchen Akku da ran bastelst, da fallen dir nach 2-3 Stunden fallen dir die Arme ab. So, und hier hast du den Vorteil, du kannst einen kleinen oder einen relativ kleinen Akku nehmen. Welchen haben wir hier jetzt? Wir haben jetzt hier den 2 Ampere-Stunden Akku. Der ist nicht wirklich groß. Wir haben jetzt hier den 4 Ampere-Stunden Akku. Das ist jetzt ein eckiges Modell. Und mit dem 4 Ampere-Stunden Akku hält dieses Ding echt ewig und 3 Tage. Es ist unfassbar. So, Akkuschrauber haben wir gesagt. Falls ihr tatsächlich in die Versuchung kommen solltet und Schlag bohren wollt und es etwas mehr ist, als zweimal im Jahr irgendwie ein neues Bild anzuhängen, dann habe ich mir gegönnt dieses ehrenwerte Teil, auch von Bosch Blau. Nein, nochmal, es muss nicht Bosch Blau sein, wenn hier euer Budget an dem Discounter des Vertrauens ausgerichtet ist, dann ist das so. Das will ich nicht verteufeln, um Gottes Willen. Na? Macht keinen Blödsinn, und wenn, dann lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Hat eine SDS-Aufnahme, also von den Bohrern, die wir gerade gesehen haben. Da geht ihr bald, drückt hier die Muffe vom Bohrfutter runter. Es klackt einmal und good to go. Runterdrücken, rausnehmen, einpacken, fertig werden, glücklich sein. Kann Schlag bohren, kann bohren ohne Schlag. Ich habe damit bei uns in der Küche die Steckdosen, die neuen Positionen der Steckdosen mit einer Bohrkrone gebohrt. Das macht ihr in der Regel und meistens an anderen Tagen ohne Schlag. Funktioniert wie Hölle mit Allrad. In dem Fall ein 18-Volt-Gerät, weil, wie gesagt, also ein vergleichbares 12-Volt-Gerät hat Bosch leider nicht am Start in der Professional-Variante. Was uns ebenfalls mehrfach den Kadaver gerettet hat, gerade im Punkto Trockenbau, ist eine Säge. Und das wäre dann zum Beispiel dieses kleine schleimige Scheißerchen. Ja, das Ding ist nicht sonderlich groß, das Ding ist sehr, sehr handlich. Aber, und das ist der ganz große Witz, das Ding kommt mit einer eigenen Anschlagschiene und vor allem ist das Ding kompatibel mit der Führungsschiene von Bosch. Oder zumindest gibt es dafür eine Adaptiermöglichkeit. Na, und selbst wenn das nicht funktioniert, wir haben jetzt zum Beispiel wegen einer anderen Kreissäge eines hier Baumarktherstellers oder einer Hausmarke von einem Baumarkt, haben wir als Führungsschiene die von Wolfkraft genommen. Und da passt das Ding zum Beispiel auch rein. Geht. Kostet einen schmalen Taler, kannst du an viele, viele andere Kreissägen adaptieren und macht seinen Job. Macht gerade Schnitte, macht fertig werden, fertig ist der Lack. Geht. Ja, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das Ding hier lässt sich sehr, sehr einfach handeln. Ja, ist sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Hat aber trotzdem für so ein kleines Gerät richtig Wumms. Was man als Alternative zu der Kreissäge nehmen kann, ist eine Stichsäge. Eine Stichsäge von Bosch habe ich jetzt nicht. Nee, habe ich wirklich nicht. Für diese Stichsäge von Bosch gibt es für die Führungsschiene einen Adapter. Und dann kannst du tatsächlich richtig gerade Schnitte auch mit einer Stichsäge machen. Das ist nämlich sonst gar nicht so richtig einfach. Das ist mit der Kreissäge schon einfacher. Aber du hast bei der Kreissäge auch trotzdem noch die Gefahr, dass du das Ding in irgendeine Richtung verziehst. Also von daher bei längeren geraden Schnitten
solltest du nach Möglichkeit schon mit einer Führungsschiene arbeiten. So, wir haben also gesagt, Schraubendrehersatz, Zangensatz. Wir haben gesagt, Akkuschrauber. Wir haben gesagt, Schlag, Bohr, von und zu, how auch ever. Und selbst wenn ihr den nicht selber kauft, sondern mit ein paar Leuten zusammenlegt, was spricht denn dagegen? Was spricht dagegen, dass ihr euch für bestimmte Projekte so ein Teil irgendwie beim Baumarkt des Vertrauens ausleiht? Denn viele der Baumärkte haben inzwischen einen Verleihservice für entsprechende Geräte. Weil die wirklich guten Profi-Geräte, die kosten auch wirklich gutes Profi-Geld. Muss man mal ganz locker sagen. Dürfen, müssen. Und jetzt haben wir obendrauf die Kreissäge gehabt. Ein letztes Werkzeug, was ich euch mit an die Hand geben möchte, was inzwischen mehr oder weniger täglicher Begleiter ist, das ist auch aus dem Hause Vera Tool Rebell, und zwar ist es das Toolcheck, wo wir einmal einen Griff haben. Wir können hier mit diesem Bithalter arbeiten. Das Ganze ist magnetisch, was, wie ich finde, sehr, sehr geil ist. Ihr habt aber auch eine Möglichkeit, dass ihr hier eine kleine Knarre habt. Und diese kleine Knarre, in diese kleine Knarre könnt ihr die Bits, diese Teile hier, entweder direkt rein und damit schrauben. Hat halt den Vorteil, dass ihr eine unfassbar flache Bautiefe habt. Also gerade wenn ihr irgendwo in irgendwelchen verwinkelten Ecken irgendwelche Schrauben anziehen müsst, gerade beim Möbelzusammenbau oder so, da ist das schon ziemlich geil. Aber wo das auch ziemlich geil ist, ist an der Kfz-Schrauberei. Und zwar Auto, sofern ihr ein Auto überhaupt noch selber schrauben könnt. Bei den meisten neueren Autos brauchst du ja selbst zum Reifenwechsel inzwischen einen Laptop. Finde ich persönlich einigermaßen furchtbar, aber das ist letzten Endes auch nur meine kleine Meinung. Aber gerade so ältere Motorräder, ältere Autos, Fahrräder, na klar, warum nicht? So, dann hast du hier deine Aufnahme für die Nuss und dann kannst du hier fröhlich schrauben in die andere Richtung und fertig werden. Finde ich, wie gesagt, eine super Sache, hat mir mehrfach inzwischen das Nackenfell gerettet. Ja, Kostentaler, aber ganz ehrlich, seitdem habe ich auch Ruhe auf dem Kanal. So, hier kommt die Knarre wieder rein. Na, da zuschieben. Hier auf der Seite kommt der Griff als Schraubendreher wieder rein. Und fertig ist der Lack. Alles drin, was du für einen technischen Erstangriff brauchst. Und alles drin, um tatsächlich glücklich zu werden. Ein Hilfsmittel, was mir ebenfalls mehrfach den Kadaver gerettet hat, da viele Sachen draußen stehen und hier in der norddeutschen Tiefebene draußen im Wald und auf der Heidi, hätte ich bald gesagt, gerade hier auf der Ranch gerne mal vor sich hin oxidieren. Das ist WD-40. WD-40 ist... Wo fange ich an? Also WD-40 ist so ein bisschen wie technischer Kamillentee. Gut gegen Entzündung, hätte ich bald gesagt. Hilft zumindest, Rost zu lösen. Ob es selber ein Rostlöser ist, man weiß es nicht so genau. Ist es tatsächlich ein Schmiermittel? Auch das weiß man nicht so genau. Es hinterlässt auf jeden Fall einen leichten Film. Ob das jetzt tatsächlich Schmiermittel ist oder nicht, kann man von halten, was man möchte oder auch nicht. Ist multifunktionell anwendbar. Ich habe es lieben gelernt schon vor unendlich langer Zeit, weil es gibt es auch schon unendlich lange Zeit. Es gibt halt auch ähnliche Produkte, zum Beispiel von Ballistol. Eins der wahrscheinlich gängigsten, eins, das, was ihr wahrscheinlich auch am ehesten kennen werdet, ist Ballistol Waffenöl. Aber das ist halt nicht nur Waffen, das ist für Hundefellpflege, das ist für Hundepfotenpflege, das ist für Handbalsam, hätte ich bald gesagt, das ist für alles. Na, und gerade in technischen Belangen ist das halt wirklich, gerade wenn du irgendwie eine Schraube hast, die ein bisschen verrostet ist, du sprühst ein bisschen drüber, du wartest einen Moment, gehst dann halt mit einem entsprechenden Schrauber bei, gegebenenfalls auch mit einem Schlagschrauber, warum nicht? Na, und dann
kriegst du da eine Verschraubung in der Regel und meistens an anderen Tagen auch auf. Ja. Ist kein Allheilmittel, aber ist schon mal eine echte Hilfe. Nein, ist kein Kettenfett. Na, um eine Kette zu fetten, nehmt ihr bitte Kettenfett bzw. Kettenöl und vorher wird die Kette bitte einmal gereinigt. Na, und nein, auch nicht zum Kette reinigen, weil in diesen Kettengliedern sind kleine O-Ringe, meistens aus Gummi. Und das kann also diese Dichtungsringe von den Gummis, also diese Gummiringe doch schon ziehen. Es kann halt diese Gummirichte schon ganz schön zerfressen. No, und dann schleift er halt Metall in Metall und das wollt ihr auch nicht unbedingt. Gut, Kenners, das war Kürze, Würze, Werkzeug, was mir hier den Arsch gerettet hat, was eventuell für euch sinnvoll sein kann. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, haut es unten in die Kommentare. Ja, man kann für nach entsprechenden Schadensereignissen für jede Sache, für jedes Gewerk kann man sich einen Handwerker holen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ich habe keinen Dukatenesel in der Ahnenreihe. Also, Daumen aus dem Gesicht, Nuckeln einstellen, fertig werden. Kennings, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.